Einen wunderschönen guten Morgen aus Hennef an der Sieg. Hier bin ich beim Bahnhof von Hennef an der Sieg, einer Stadt mit ungefähr 47.000 Einwohnern im Rhein-Sieg-Kreis. So, es geht jetzt für mich in die Innenstadt und was macht Hennef überhaupt so attraktiv? Warum ist Hennef so bedeutend? Hennef ist bekannt als die Stadt der 100 Dörfer, weil das ist ein besonderes Kuriosum. Hennef besteht aus ungefähr 100 Ortschaften. Das hier ist der zentrale Platz, der Adenauer Platz hier mit dem Hit, einem Supermarkt. Ja, hier spielt sich das zentrale Leben von Hennef ab. Das hier ist das Center von Hennef, aber wie gesagt, es gibt 100 Stadtteile ungefähr. Ungefähr 100 Stadtteile tatsächlich, dementsprechend auch 100 Center, 100 Zentren. Und das hier ist das Hauptcenter. Das hier ist das Rathaus von Hennef an der Sieg. Ja, ein historistischer Bau. Ganz, ganz entspannt, nicht allzu plakativ, aber man kann es sich auch mal gönnen. Man kann sich es mal gönnen und ein bisschen anschauen. Hier an der Hauptstraße von Hennef, direkt an der Sieg gelegen. Ja, in Hennef an der Sieg, hier im Center von Hennef an der Sieg, gibt es einige noch der alten Höfe. Das ist einer von diesen. Und ich versuche mal, die Altstadt zu suchen. Hier haben wir einen Park und der ist auch gewidmet dem Beethoven, weil Ludwig van Beethoven, der große Komponist aus Bonn, hat auch einige Male hier in Hennef gewirkt. Hennef ist nicht weit weg von Bonn. Wo liegt Hennef geografisch? Wie gesagt, im Rhein-Sieg-Kreis, das heißt südliches NRW. Das ist hier rechtsrheinisch und befindet sich halt im Siegtal, beziehungsweise der Beginn der Siegmündung. Ja, hier haben wir dann so einige mittelalterlich-neuzeitliche Gebäude, einen historischen Teil hier von diesem Stadtteil von Hennef, einige ja, Fachwerkhäuser und die Kirche hier mit den gotischen Fassaden. Jetzt gehe ich in die Stadt Blankenberg. Auf jeden Fall erstmal noch durch Stein. Stein nehme ich noch mit. Eines der ungefähr 100 Ortschaften von Hennef. Wie ist die Erreichbarkeit von Hennef? Sehr gut. Wir haben hier den Bahnhof Hennef an der Sieg. Wir haben Hennef im Rheinbogen, im Siegbogen, sorry. Wir haben natürlich auch Hennef Blankenberg. Und da gehe ich jetzt auch hoch in die Stadt Blankenberg. Das ist ein Stadtteil von Hennef, der aber immer noch Stadt als Namen trägt, weil es früher eine Stadt war. Hier kann man schon sich ergötzen an den wunderbaren Ansichten über das Siegtal kurz vor Blankenberg. Und da oben ist die Burg Blankenberg. Ja, wirklich sehr toll, wirklich herausragend. Ich will noch ein bisschen was sagen. Während man das hier sieht von der Stadt Blankenberg und dem einem der Türme der Stadtbefestigung, ja, zur Erreichbarkeit von der Stadt Hennef. Wir haben hier den RE9 aus Aachen und aus Siegen. Wir haben die S-Bahn S19 und S12, also sehr gute Erreichbarkeit. Hier geht es zum Schloss und beziehungsweise zu der Burg. Und das ist eine von aus dem 12. Jahrhundert von den Grafen von Sayn. Man kennt die Grafen von Sayn von zum Beispiel von Sayn und Wittgenstein, ein Adelsgeschlecht hier aus der Region. Ja, jetzt bin ich hier ganz oben auf dieser Burg, die sehr schön gelegen ist, kann man sagen. Direkt beim Siegtal, oben auf dieser Anhöhe. Es ist nur noch eine Ruine, aber eine der bedeutendsten und besterhaltensten Ruinen der mittelalterlichen Burgen im ganzen Siegtal, beziehungsweise im ganzen Rheinland, sagt man häufig. Ja, das will ich einfach hier mal auf euch wirken lassen. Ich will ja gar nicht so viel rumlabern und versuche mal jetzt hier die Treppen hochzugehen und gucken, ob man nach oben gehen kann und einen schönen Ausblick über das Siegtal und die Region erhaschen kann. Wobei ich das doch erwarte. Wow, das ist der Anblick hier von oben. Man sieht unten Stein, das ist dieser Stadtteil, wo ich eben war. Hier haben wir einen Garten, einen Burggarten, wo ja, Gewächse angebaut werden und die Sieg. Hier ein Blick auf die Burg und sagen der Hauptturm der Burg, aber alles nur eine Ruine von den Grafen von Sayn. Und da ist dann die Stadt Blankenberg, war halt ehemalig eine eigenständige Stadt, wurde dann eingemeindet zu Hennef und trägt aber dennoch als Erinnerung immer noch ja, den Präfix Stadt Blankenberg. Und da hinten, Richtung Süden, da schließt sich dann
langsam Rheinland-Pfalz an. Das ist wirklich eine unberührte bzw. auch unvergessene Region von Nordrhein-Westfalen, nicht ganz im Mainstream vorhanden, das Siegtal. Hier bin ich im Inneren dieser Burg, in diesem Turm und gibt es einen schönen Blick. So, genug von diesem Burgzeug. Gucken wir uns mal die Stadtsilhouette an, dieses Stadtteils Blankenberg. Und viele Fachwerkhäuser, deutlich, deutlich mehr Fachwerk als in Hennef, in der Innenstadt von Hennef. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, weshalb die meisten Touristen lieber nur nach Blankenberg fahren als nach Hennef an der Sieg. Wobei Hennef an der Sieg, das Center von Hennef an der Sieg, auch seine wunderschönen Ecken hat, wie ich es ja eben schon deutlich herauskristallisiert habe. Und hier haben wir einige Fachwerkhäuser, das heißt einige, naja, eigentlich ist hier diese ganze Stadt oder dieser ganze Stadtteil Fachwerk behaftet. Und das sieht man hier nochmal. Hier haben wir was von der mittelalterlichen Stadtmauer und ein Tor, ein Stadttor, wo man reingeht. Das zeigt auch nochmal die historische Bedeutung dieses Stadtteils. Eines der 100 Ortschaften. Alle 100 Ortschaften kann ich leider nicht heute besuchen. Was ich aber noch besuchen kann, ganz zum Ende, ist natürlich die Sieg, weshalb wir hier den Namen haben, Hennef an der Sieg. Ciao.